So, hallo YouTube und willkommen zu meinem ersten Video mit Stimme. Yay! Letztens kam ja der neue Snapshot von Minecraft und so auf der Seite von Mojang, wie auch immer. Könnt ihr den runterladen. Mal gucken, ob ich es schaffe, euch den Ding in die Beschreibung zu geben. Ich versuche es einfach mal. Da gibt's jetzt Lampen, die man mit Redstone ein- und ausschalten kann. Und da ist ein Skelett. Ja, und deswegen habe ich hier ein kleines Provisorium zusammengebastelt, wie man das nutzen kann. So, hier haben wir ein Haus ohne Fenster, das auch schön dunkel ist drin. Und hier sind die neuen Redstone-Lampen. Wow. Hier natürlich Creative Mode, natürlich. Wie man sie baut, weiß ich nicht, aber hier sind sie zu finden. Gut, und kann man mit dem Schalter ausschalten? Kann man mit dem Schalter nicht ausschalten? So, kann man mit dem Schalter ausschalten? Ta-ta-ta! Mein Gott. Gleich gefailt. So, und wieder ein natürlich. Hier habe ich so einen stylischen Zeitverzögerungseffekt reingepackt, weil es einfach toll aussieht. Und wieder an. Ja, jetzt zeige ich euch, wie man es baut. So, hier haben wir also unser Haus. Und darunter machen wir einen kleinen Hohlraum. Na, das heißt klein, so groß, dass wir genug Platz haben zum Rumlatschen. Hier, an dem Block ist der Hebel oben dran. Hier. Das heißt, da kommt nachher das Redstone-Signal hin. Na, einen Moment, ein bisschen Clean Stone holen. So, hier kommt das Redstone-Signal raus. Auch gleich mal anmachen. Jo. Zack. Das kommt dann hier runter. So, jetzt machen wir das so. Packen unter jede Lampe, packen wir einen Stein. Sieht dann so aus. So. Und so. Und auf die Steine packen wir eine Fackel. So, so, so. Oh, hoppla. So und so. Schön. Und... da wir wissen, immer wenn an so einem Block mit einer Fackel oben drauf ist, eine Redstone-Energie anliegt, dass die Fackel dann ausgeht. Wenn die Fackel an ist, betreibt sie die Lampe. Wenn die Fackel aus ist, geht die Lampe aus. Fackel wird an, Lampe an, Fackel aus, Lampe auch aus. Das heißt, wir müssen da einfach an alle ein Redstone-Signal hinlegen, dass die Fackeln ausgehen. Das kann man ganz einfach machen, indem man hier laute Repeater reinmacht. Ganz. Oh, natürlich richtig rum. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Schön. Als nächstes erstmal hier dran verbinden. Da brauchen wir keinen Repeater. Und dann können wir hier, je nachdem ob man das will, kann man dann hier natürlich noch eine Verzögerung reinmachen. Das ist halt so ein, ja, keine Ahnung, dass die halt nacheinander angehen. Das war's eigentlich auch schon. Jetzt gehen wir wieder hoch. Hier geht's hoch. Ich hoffe mal, dass es funktioniert, wenn ich nichts falsch gemacht habe. Okay, ich dachte gerade schon. So, funktioniert. Wunderschön. Okay, ich finde die Textur jetzt nicht so gut, aber passt schon. Und es funktioniert. Finde ich ganz toll. Wie gesagt, der Link zur Seite von Mojang und zu dem Snapshot, wo ihr den runterladen könnt, natürlich in die Videobeschreibung. Ja, viel Spaß beim Rumexperimentieren damit und
Bis, keine Ahnung, irgendwann mal. Tschüss.